Ganz kurz, bevor das Video dann schlussendlich losgeht. Es ist leider in diesem Video genauso wie in dem gestrigen Video. Meine Stimme wurde leider wieder etwas verzerrt und es gab so ein komisches Knacken im Ton. Es tut mir sehr leid, ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, was dieser Fehler ist, beziehungsweise warum er ist. Er tritt einfach auf nach einer Zeit. Aber ich will auch jetzt gar nicht mehr viel darüber reden und euch nicht lange aufhalten. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Subnautica Below Zero. Ja, in der letzten Folge haben wir ja dieses Emergency Supply Cage gefunden mit so einem Datenchip drinnen und das Messer haben wir uns gecraftet. Dann sind wir schon wieder zurück, weil wir so starken Hunger hatten. So, und hier haben wir was Neues und zwar das Path Finder Tool. Cool. Also das zeichnet quasi die Wege auf, die man geht, wenn man in eine Höhle reinschwimmt zum Beispiel, dass man leichter wieder herausfindet. Und das verleiht uns einfach mehr. Damit können wir einfach länger atmen und ich glaube, den machen wir uns ganz schnell mal, wenn wir alles haben, was ich hoffe. Ich glaube, für das Fiber brauchen wir das und wir haben nur einen Titan. Okay, vergiss es. Aber wir können ja ganz schnell mal. Jetzt muss ich aber noch mal kurz was schauen. So, bla bla. Ja, okay. Aber warum ist das jetzt immer noch. Warum ist das jetzt immer noch fixiert da? Also, warum sehe ich das jetzt immer noch? Ich glaube, ich schaue da jetzt noch mal hin. Oder. Na, wir gehen einfach mal schnell ein paar Erze sammeln. Schauen wir mal, so ein bisschen Kalkstein aufbrechen. Und dann. Ah, guck mal, das brauchen wir ja. Das brauchen wir für eine Battery, glaube ich. Soweit ich das mitbekommen habe. Zack, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Weil ich weiß nicht, wo man die dann sonst noch findet. Schauen übrigens sehr schön aus, finde ich. Also. Generell, die ganze Unterwasserwelt ist ziemlich geil. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Schauen wir mal, wir brauchen ein bisschen Kalkstein, bitte. Ja, Oxygen, geben wir nicht den Nerv. Dann blöden Oxygen. So, bitte sehr, Oxygen, fertig. So, schauen wir mal. Hier haben wir noch einen Blasenfisch, den nehmen wir direkt mal mit. Und kann ich. Nein, stimmt, das war nicht eine gute Idee, den anzugreifen. Ja, man merkt, es ist noch in Early Access und es laggt gerade ein bisschen. Ja, aber kann man nichts machen. Ich finde, es macht trotzdem Spaß zu spielen. Auf jeden Fall. Da haben wir noch einen Blasenfisch. Nehmen wir auf jeden Fall mit für das Wasser. So. Weiter geht's, aber ich finde hier keine. Da ist ein Kalkstein. Den können wir mitnehmen auf jeden Fall. Oh, meins. Kupfer war das sehr gut. Werden wir wahrscheinlich eh auch noch brauchen. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm, 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 komm. Oh, es war mega knapp. Puh. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Dass das nicht in die Hose gegangen ist. Oh, was ist das denn? Hallo? Was bist du denn? Craft Trap. Okay, das können wir dann wahrscheinlich scannen, soweit ich weiß. So, jetzt schauen wir aber dann nochmal nach hinten. Können ja am Weg die Erze abbauen. Ah, Titan, sehr gut. Titanium. So. Gehen wir nochmal zu diesem Signal dann nach hinten. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Und wir können da noch irgendwas looten oder sowas. Das wäre ja ganz nice. Schauen wir mal. Und wieder unter Wasser. Schauen einfach, dass wir so viele Erze wie möglich mitnehmen. Auf dem Weg, wenn es möglich ist. Genau, da haben wir zum Beispiel wieder so ein Kalksteinchen. Oder Limestone ist das. Jawohl. Haben wir das Titan. Da haben wir auch noch eins. Zack, Kupfer. Jawohl. So, Blasenfisch, danke.
Ja, mittlerweile komme ich auch mit der Steuerung halbwegs zurecht, muss ich sagen. Ah ja, Oxygen, okay. Ist da gerade ein Loch? Ja, Gott sei Dank. So, nochmal schnell hochschwimmen und wieder runter. So, zack, zack. Das Salz auf jeden Fall. Können wir dann nachher vielleicht mitnehmen. Ach, guck mal. Da haben wir noch sowas. Jawohl, noch ein Titan. Aber was soll ich da jetzt machen? Ich habe dieses Datapad habe ich ja schon gelootet. Und den Rest wüsste ich jetzt nicht, was ich damit machen soll. Kann ich die nur irgendwie looten oder. Keine Ahnung. Vielleicht da drunter oder so? Nee. Ja, okay, vergiss es. Anscheinend wird das einfach nur so angezeigt, keine Ahnung. Ich kann es euch leider nicht sagen, warum mir das noch angezeigt wird. Egal, wir ignorieren das Ganze einfach mal. Und hoffen, dass wir jetzt nichts Wichtiges verpasst haben. Aber den Blueprint, also die Blaupause, den Blueprint haben wir bekommen. Und ich glaube, alles andere ist eher nebensächlich. Genau, wir müssen eh wieder schon zurück, weil wir schon wieder Durst haben. Mann, ist der durstig, unser Charakter. Das ist doch unfassbar. Immer nur am Saufen. Ja, ja, ja. So ein schlimmer Finger. So, den Blasenfisch nehmen wir gerade mal mit, weil dann können wir richtig viel Wasser herstellen. Was wahrscheinlich eh jetzt auf einen Satz wieder weg ist, weil ich alles aussaufen werde. Weil ich schon so durstig bin. Und so lustig. Kann ich die? Kann ich da irgendwas? Kriege ich da irgendwas draus? Nein, schade. So, dann schauen wir mal. Genau. Battery, dann können wir uns den Scanner herstellen. Soweit ich weiß. Scanner und Taschenlampe und ja, alles mögliche können wir dann herstellen. Aber zunächst wollten wir ja den Sauerstoff machen und dazu brauchen wir Fiber Mesh und dieses machen wir ja mit denen. Gut, alles klar, nehmen wir die raus hier, machen wir eins so eins rausgenommen, jawohl, nehmen wir noch ein zweites raus, machen wir gleich zwei Fiber Mesh. Ah ja, und ich muss ganz dringend ein bisschen Wasser machen, so und zack. Komm, gib mir Wasser. Oh. Zack. Zack. Wasser. So. Nochmal bitte. Nein, da. Wasser. Okay, das war's. Dann können wir noch das Fiber Mesh herstellen. Jawohl, hätten wir das auch schon. Jetzt könnten wir noch, ja, machen wir gleich eine Battery auch. Machen wir das auch und dann geht schon weiter mit dem Sauerstofftank. Jawohl, zack, haben wir den Sauerstofftank. Oh, okay, haben wir eine Boje, ne? Aber wo ist die drin? Weiß nicht, wo die ist. Gut, dann würde ich mir ganz gerne mal den Scanner machen. Und dann schauen wir mal, können wir noch eine Battery herstellen? Jawohl, können wir. Dann können wir uns die Taschenlampe auch gleich machen. Zack. Jawohl. Gut, dann sind wir ja schon halbwegs gut ausgerüstet. Ja. Okay. Aha. Ah ja, da muss man ja dann Batterien und so immer. Ah ja, genau. Trinken sollte ich das Wasser vielleicht auch noch. So. Dann essen wir noch ein Fischchen. Oh, war der gepökelt? Keine Ahnung. Irgendwie ist es jetzt runtergegangen. Egal. Gut, dann schwimmen wir vielleicht noch ein bisschen herum und scannen mal so die Gegend ein bisschen ab. Weil da habe ich ja schon so ein paar Fragmente vorher gesehen, die wir ja noch nicht scannen konnten. Weil wir den Scanner noch nicht hatten. Darf ich den Fisch scannen eigentlich? Ja,
bitte. Skin hin. Ha. Nice. Ah, da haben wir schon so ein Fragment. Scannen, scannen, scannen. Einen Craft Dingens. Ja, richtig gutes Deutsch. Richtig gute Wortwahl auf jeden Fall, aber ich hab. Ja, wisst ihr, was gemeint ist. Also eine Craft-Falle oder so irgendwas. Craft-Trap, ja. Also irgendeine Falle, von irgendeiner Falle ist das voll gut. Eine Gravitationsfalle, klar. Oh, ich bin so ein Dussel. Habe ich jetzt eigentlich den Sauerstofftank angelegt? Ich weiß es nicht. Muss mal schauen. Habe ich? Ja, habe ich. Sehr gut. Naja, jetzt haben wir 72 statt 45. Das ist auf jeden Fall nice. Gut, dann gehen wir mal da vielleicht ein bisschen weiter tiefer runter. Weil vielleicht haben wir da noch irgendwas, was wir gebrauchen können an Fragmenten oder sonstigen. Kann ich das scannen? Ja, kann ich. Zack. So, da können wir noch weiter schwimmen ein bisschen. Kann ich dich scannen? Ja, kann ich auch. Ha, ich scanne alles. Ich bin der Scanner. 30 Sekunden. Okay, 30 Sekunden noch. Meins, Blasenfisch. Wie viele Blasenfische sind denn hier auf einmal? Meins. So, dann gehen wir mal ganz kurz an die Oberfläche zurück. Nur 30 Sekunden zurück. Also nur 30 Sekunden bleiben. Und wieder runter. Well, dann schauen wir da noch weiter runter. Also sofern es weiter runter geht, weiß ich auch nicht. Schauen da einfach mal so ein bisschen herum. Kann ich dich scannen? Ja, kann ich. Zack. Gescannt. Du bist gescannt. Naja, ich glaube, ich bräuchte halt jetzt noch so ein paar Fragmente, die ich scannen kann. Ach du Scheiße, was ist das denn? War das jetzt irgendwas? Nein, das war nur so ein kleines Fischi. Damit ich halt noch irgendwas Neues bauen kann, glaube ich. Soweit ich das verstanden habe. Und vielleicht muss ich auch einfach mal alles craften und dann mal schauen, welche neue Rezepte mir freigeschalten werden. Aber an Tools habe ich jetzt eigentlich alles, was ich derzeit machen kann. Oh, vielleicht kann ich zurückgehen mit dem Scanner und dann dort bei dem Supply-Zeug was scannen. Ja, doch, das könnte funktionieren. Schauen wir mal. Blasenfisch. Und Blasenfisch, danke. Ich sehe schon. Die sind hier ziemlich häufig, die Blasenfische. Was mich jetzt nicht stört, aber... So, mit der Taschenlampe ist natürlich gleich alles viel angenehmer heller. Meins? Oh, oh. Wo bist du? Meins. So. Schwimmen wir wieder hoch, weil wir haben nur mit 30 Sekunden Sauerstoff. Und es wäre ja blöd, wenn wir da jetzt umkommen, weil wir nicht an die Oberfläche zurückschwimmen. So, schauen wir mal. Vielleicht kann ich ja da wirklich noch was scannen. Ich wüsste zwar jetzt... Vielleicht kann ich den Container scannen. Ja, vielleicht geht das. Okay, Blasenfisch, geh weg. Nein, kein Bock auf dich. Alles klar. Einfach zu unfähig. Ups. So, weiter geht's, weiter geht's. Schauen wir mal. Also vielleicht habe ich mit meiner Vermutung recht und wir können da noch irgendwas scannen. Das wäre natürlich nice, weil dann könnten wir... kriegen wir vielleicht noch einen neuen Blueprint und nicht nur das vom neuen Sauerstoff. Aber ob wir dort etwas scannen können oder nicht,
das werdet ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, wenn dem so ist. Lasst gerne mal ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpasst wollt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Denn sonst kriegt ihr keine Benachrichtigungen, wenn ich etwas hochlade. Nun gut, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.